Ja, hallo. Hier seht ihr im Video meinen Umbau des CTC-Druckers auf eine Arduino-REMS-Kombination. Das sind zwei Platinen. Die vordere, diese rote hier, das ist das REMS-Board. Dahinter, das kann man hier schwer sehen, da ist der Arduino, die Arduino-Platine. Die stecken so ineinander. Das REMS-Board, das nennt man auch Shield, weil das so auf den Arduino so draufgesteckt wird wie ein Schild. Und dann können die eben über die vielen, vielen Pins, die sie da verbinden, kommunizieren. Okay, und um den CTC mit einer solchen Kombination zu versehen, muss man relativ wenig machen, aber ganz ohne Änderung an den Kabeln geht es leider nicht. Schauen wir mal eben. Also, was haben wir? Wir haben hier eine andere Spannungsversorgung. Der Stecker war bei dem REMS-Board dabei. Man schraubt ganz einfach diesen Stecker von diesem GTEC-Board, den schraubt man ab und schraubt den hier dran. Dann kann man den da reinstecken und die Spannung versorgen. Wichtig ist eben, dass man da auf die Polung achtet. Ground plus 12 Volt, Ground plus 12 Volt. Sonst ist das Ding 0, nix kaputt. Ein Hauptvorteil dieses REMS-Boards, das sind diese Sicherungen, die man hier sieht. Das sind zwei, die eine ist dahinter, die sehen wir jetzt nicht, die ist kleiner. Das sind die Sicherungen, die eben die einmal die kleinere sichert den Extruder, die Extruderversorgung ab und die größere die Heatbed-Versorgung. Und das war bei dem GTEC-Board, waren das so Mikro-Sicherungen, die sind in 0, kaputt gegangen. Keiner weiß, wo man sowas nachkaufen kann. Das war einer der Hauptgründe, warum ich das hier überhaupt getauscht habe. So, was fällt auf? Also, wir haben hier, das sind die Schrittmotoren X, Y und hier unten diese. Mit diesem Adapter hier, das ist die Z-Achse. Und dort, da haben wir den Extruder 1. Da hinten könnte dann noch der zweite Extruder angeschlossen werden. Die Kabel für X und Y, die kann man da einfach so draufstecken. Man braucht also nichts zu ändern. Bei der Z-Achse, die beiden kriegt man dort unten leider nicht aufgesteckt. Da musste ich so einen Adapter löten. Der besteht aus unten einem. Habe ich das aus so einer Rasterbuchse erzeugt mit 4 Pins und hier oben habe ich 2x4 Pin Rastersteckerleisten genommen und als so eine Vero-Platine, um das eben zurechtzulöten. Hat recht fix funktioniert und funktioniert einwandfrei. Dann kann man nämlich diese Kabel, da muss man die nicht hier durchschneiden und andere Stecker da dran machen. Das war mir einmal zu viel Aufwand. Und zum Zweiten, wenn ich nochmal das umrüsten möchte, dann habe ich dann wieder das Problem, dass ich nicht die originalen Kabel habe. Welche Kabel ich leider ändern musste, die kann man hier gar nicht so recht sehen. Und zwar hier unten dort, da sind die Kabel aufgesteckt für die Temperaturmessung, für die hier sind Thermistoren. Und diese Steckerchen, die habe ich da wirklich nicht drauf gekriegt. Die habe ich abgeschnitten, habe eben auch so kleine Rasterbuchsen da dran gelötet. Diese Rasterbuchsen sollten aber bei dem GTEC-Board weiterhin in diese Stecker passen. Deswegen kann man das auch wieder, ich sag mal, rückgängig machen. Was man noch machen musste, die Spannungsversorgung für die Heizelemente, das waren ja Stecker bei dem GTEC-Board. Hier sind die direkt auf die Platine geschraubt, also die Stecker abschneiden, beziehungsweise ich glaube, man konnte sie abschrauben und dann, natürlich, man konnte sie abschrauben und dann kann man hier, das ist das Heatbed, der Seite, das ist der Extruder und hier, das wäre Extruder 2. In dieser Kombination ist das aber der geregelte Lüfter. Einer der Nachteile des REMS-Boards ist, es hat nicht ganz so viele Ausgänge wie das GTEC-Board. Also es hat entweder zwei Extruder oder ein Extruder und einen geregelten Lüfter. Da gibt es aber garantiert Möglichkeiten, das noch umzurüsten. Okay. Das war eigentlich das Hauptsächliche. Ah, ne, was noch wichtig ist, hier unten, da sind die Endstops aufgesteckt. Da konnte ich auch die Originalstecker,
des CCC-Druckers bestehen lassen. Muss man ein bisschen fummeln, bis man die dort aufgesteckt bekommt, läuft aber einmal frei und halten auch sehr gut. Was man noch beachten muss, ist, wenn man diese Stecker hier aufsteckt, die kann man einmal links rum, einmal rechts rum aufstecken. Da geht doch nichts mehr kaputt, nur der Motor läuft andersrum. Wir haben keine Verpolungssicherheit. Und das heißt, wenn man das Board das erste Mal testet, man hat die neue Firmware aufgespielt, macht den Drucker an und lässt über den Computer dort zum Beispiel ein Auto-Home durchführen. Da würde ich nicht direkt ein XYZ-Auto-Home durchführen, sondern erstmal über die Software erstmal ein in X. Und dann sieht man, läuft der Motor richtig rum, kann den Drucker ausschalten, bevor er eben gegen den Anschlag läuft. Dann dreht man einfach diesen Stecker rum und dann kann man das ausprobieren, ob es dann klappt. Was ich festgestellt habe, bei X und Y sind die Stecker gleich rum. Das heißt, wenn der X-Motor falsch rumläuft, man hat die Stecker gleich rum, kann man direkt X und Y gleichzeitig rumdrehen. Genauso bei diesen Z, die müssen auch immer gleich rum hier aufgesteckt sein. Wenn der Motor also falsch rumläuft, also beim Auto rum nach oben, müssen beide dort gedreht werden. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste, was man hier sagen kann. Ja, noch was Wichtiges, diese Kombination ist eine ausgesprochen günstige Anschaffung aus Deutschland, nicht nur aus Deutschland versendet, das ist ein deutscher Importeur. Und da war ich nicht ganz so zufrieden mit, weil der Arduino ist innerhalb 0, nichts kaputt gegangen. Auf einmal hatte der keinen Strom mehr. Der kriegt jetzt seinen Strom nur noch über diesen USB-Stecker hier. Und dann läuft auch alles. Die interne Spannungsregelung ist defekt. Ich gehe davon aus, dass es mit der Qualität des Boards zu tun hat. Da nimmt sich der eBay-Händler aber nichts von an. Und er meint sogar, er müsste gar keine Garantie geben, auch wenn er das aus China importiert. Muss er selbst wissen, wie er sich unglücklich machen kann. Und irgendwann geht so etwas, wenn man sich nicht ans Gesetz hält, eben den Bach runter und dann kann er eben viel, viel Strafe zahlen. Okay, ich werde mich mit ihm da nicht weiter befassen, werde ihn auch nicht anschwärzen. Das werden andere für mich tun, wenn sowas noch öfter passiert. Okay, jedenfalls, das Ding läuft im Moment nur über den USB als Spannungsversorgung dieser Prozessor. Das heißt, der Computer muss dran sein. Ich kann also im Moment nicht von SD-Karte drucken. Das kann ich im Moment sowieso nicht, weil es fehlt noch ein weiteres Teil hier unten. Da kommt noch ein Adapter drauf, damit ich wieder mein LC-Display und eben auch die SD-Karte damit betreiben kann. Das ist aber noch unterwegs von einem anderen eBay-Händler. Der muss wohl in China sitzen. Das dauert ein bisschen länger, bis das kommt. So kann ich aber über den PC das ganz locker bedienen, wie man das gewohnt ist. Das heißt, Repetierhost und dann kann man mit dem Ding drucken. Gut, gelohnt hat sich das auf alle Fälle. Ich habe den Eindruck, dass die Schrittmotoren besser laufen als mit dem G-Tech-Board. Was auch noch wichtig ist, diese Platinen hier, diese 5 an der Zahl, die habe ich von dem alten Board übernommen. Und man merkt ja beim Ausziehen der Platinen, beim Einstecken, merkt man sich ja nicht, welche war. Deshalb sollte man Folgendes machen, da gibt es auch eine Anleitung im Internet. Und zwar diese Platinen haben hier solche kleinen Potentiometer. Das hier sind die drei Achsen. Das hier die für den Extruder hier oben, das ist für den ersten Extruder. Und die, man sollte dort eine Spannung nachjustieren, die für den maximalen Motorstrom zuständig ist. Das heißt, bei den Achsen sollte die Spannung auf 0,4 Volt liegen. Man kann sie ein bisschen höher stellen, wenn man feststellt, dass zum Beispiel die Z-Achse Aussetzer hat, dass also Schritte verloren gehen, kann man das ein bisschen, die Y-Achse, dann kann man das ein bisschen höher stellen. Und der Extruder sollte schon 0,7 Volt haben, weil der muss ein bisschen fester zupacken. Vorteil von einer niedrig eingestellten Spannung hier, das heißt niedrigen Strom, ist, dass der Motor eben nicht so warm wird. Auch die Platinen werden davon geschont. Muss man halt mit rumspielen.
Jedenfalls, wenn das hier zu hoch ist, wenn da also 1,7 Volt oder sowas eingestellt sind, dann geht der Schrittmotor kaputt und gegebenenfalls auch dieses kleine Platinchen. Die kosten zwar nicht viel, aber muss ja nicht sein. Gut, das soll es hier auch schon gewesen sein. Und dann im nächsten Teil schauen wir uns an, was man in der Firmware machen muss, um eben dieses Board damit beschicken zu können. Alles klar und tschüss.